whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und allein die heutige Flasche zeichnet schon wieder ein Grinsen auf mein Gesicht, weil heute darf ich einen neuen Macallan Ruby probieren. Ein Single Malt Whisky aus der 1824er Serie, wo ich den Siena Amber und Gold schon probiert habe. Und das ist der letzte, der vierte aus der Serie. Auch der teuerste. Wir reden hier von Preisen zwischen 100 und 200 Euro. Sag mal vorsichtig, je nachdem, wie sich die Nachfrage nach dem Single Malt entwickeln wird, wird er etwas steigen oder vielleicht noch etwas sinken. Wobei sinken ist in letzter Zeit bei Macallan eigentlich nicht mehr so die Frage. Die Nachfrage, die globale Nachfrage nach den Single Malts von Macallan ist dermaßen groß, dass wir froh sind, wenn wir welche davon haben. Und dann im Prinzip zu Preisen weitergeben müssen, die Lieferanten uns, vorschreiben nicht, das tun sie nicht, aber sie lassen uns keine andere Wahl, als solche Preise zu verlangen. So, im Moment, Mai 2013, liegt er bei 158,50. Stolzer Preis, liegt ungefähr da, wo auch der Macallan 18 Jahre liegt. Der alte, 18 Jahre Sherryfass gelagert, nicht der Fine Oak, der war ein bisschen günstiger. Und dieser Ruby zeichnet nun als Unterschied zu den anderen drei Whiskys aus der 1824er Serie sich dadurch aus, dass er 100% in europäischer Eiche gereifte, und zwar in Oloroso Sherryfässern. 100%. Das heißt nicht, dass das alles ich glaube, das sind sogar in diesem Fall First Fill Sherryfässer. Genau, doch, in diesem Fall sind es, glaube ich, so First Fill Sherryfässer. Das ist also die Crème de la Crème der Fässer, die man bekommen kann, mit einem der besten Single Malts, die schottische Speyside zu bieten hat. Ja, jetzt kann ich mich dafür steinigen, weil es so viele andere gute auch noch gibt. Aber Macallan hat schon einen tollen Ruf. Also, ja. Die Verpackung zeigt dann schon, wenn man so ein bisschen das spiegeln lässt. Jetzt hier sieht man so ein bisschen einen Ruby-Ton, so ein bisschen rot. Ich kenne das eigentlich nur vom Ruby Port, dass der Ruby Port so ein bisschen rötlich ist. Innen drin auch dann entsprechend gleich die rote Farbe. Und dazu eine Flasche, die man doch hoffentlich rausbekommt. Oh, war schwer drin. So, und auch hier haben wir jetzt diese stark, ja, schon ins Rötliche gehende Flasche. Wie machen wir denn das, dass die so richtig schön strahlt? So, da irgendwo. So. Hier steht dann noch eine Geschmacksbeschreibung drauf. Ich soll die ja nie lesen, sagt man mir, weil ich mich da voreinnehme. Aber Sie haben schon mitbekommen, was ich über die Flasche gesagt habe. Ich bin voreingenommen, schon vorneweg, ne? Weil so eine Flasche, da ist man es wohl nicht. Er sagt auf jeden Fall reiche, trockene Früchte, eine verhaltene Süße, dann die Eiche, dann eine gewisse Schärfe, ein Rush of Ingwer. Das kommt von den kleinen Brennblasen, die bei Macallan den Alkohol nicht so fein teilen, wie jetzt eine hohe, lange, schlanke Brennblase, sondern die haben viele, viele kleine Brennblasen und die trennen den Alkohol nicht so und da kommen nur diese ganzen, Fuselöle, ja, Geschmacksstoffe, Aromastoffe kommen damit rüber und die sorgen dann auch für diesen gewissen Antritt, für die gewisse Schärfe. Ja, Orangen wie üblich, Sultaninen und so weiter mit einer unterschwelligen Süße. Tja, ein Reflective Lingering Abgang. Ah, stellen wir sie so hin, so sieht man hinten von dem Bild gar nichts mehr. So, 43 Volumenprozente, auch hier. Nicht gefärbt, aber wohl kühl gefiltert. Wer nun sagt, hätte man doch besser die Kühlfilterung weglassen sollen. Ich habe hier mal ein Video über Kühlfilterung gedreht. Und da habe ich was vorgelesen aus einer nicht ganz wissenschaftlichen Abhandlung, wo Verkoster festgestellt haben, dass die kühlgefilterten eigentlich ein bisschen besser schmecken. Gut. Das sehen wir dann. Das ist ein 1, 2, 3, 4 Etikett Design. Das ist richtig teuer. Das macht richtig Mühe. Im Supermarkt, da finden Sie immer nur eins, vorne Etikett drauf.
Wenn es dann ein bisschen teurer wird, kriegen Sie hinten ein Etikett für das Kleingedruckte. Aber dass man dann nochmal zwei extra klebt, das ist selten. Habe ich mir genug eingeschenkt? Ja, sollte heute einer der Letzte werden, darf man dann schon mal ein bisschen mehr einschenken. Freue ich mich drauf, habe ich am Anfang schon gesagt. Freue ich mich schon ganz lange drauf. Als die Serie rauskam, habe ich mir gesagt, den mache ich auf jeden Fall auf. Und dann kam erst Gold und Amber und dann lange, lange nichts. Und dann dauerte es noch ein Weilchen, bis der Sienna kam. Und dann dauerte es noch ein bisschen länger und dann kam erst der Ruby. Also hat man mich ganz schön lange auf die Folter gespannt. Eindeutig First Fill European Sherry Casks. Eindeutig. Da ist gleich diese Eiche, diese monströse europäische Eiche mit drin. Und die liegt ganz vorne davor. Und dann machen sich erstmal ganz langsam weite Gerüche breit. Da ist ein unterschwelliger Karamell und Vanille drin, so wie bei einem guten Parfüm trägt die Vanille. Das ganze Aroma, jetzt wird dann herbe ist das richtige Wort. Die herbe Eiche wird das lieblicher, indem sie sich mit der Vanille vermischt. Und die Zitrusfrucht, die bei den anderen McKellens so deutlich war, die ist hier völlig untergebuttert unter der Eiche. Da sind dunkle, reife Früchte aus dem Sherry sind da, ja. Aber nicht die Orange oder Zitrone. Ja, eigentlich bei McKellen ist es mehr Orange aus dem Brennereicharakter. Nee, der Brennereicharakter ist hier erstmal völlig untergebuttert. Ein bisschen Süße, ja, das Karamell macht die Sache auch etwas süßer. Aber immer wieder die starke Eiche. Kommt man nicht von weg. So, probieren wir. Der Ingwer ist da. Und jetzt kommt die Orange durch. Jetzt kommt so ein bisschen Zest, ein bisschen Säure. Ja, so schön astringierend. Rosinen, Trauben. Pflaumen. Ja, der Zest zieht es auch ein bisschen rüber zu den Zwetschgen. Und dann kommt jetzt so eine Würznote hinterher, die so Gewürznelke. Ja, vielleicht ein Hauch von Zimt, aber auf jeden Fall Muskatnuss. Bringt ein totales Potpourri an Aromen. Und was bei McKellen eigentlich die schöne Sache ist, wer jetzt sagt, ja, das ist jetzt die erste Abfüllung und später kippen sie rein irgendwas. Nein, McKellen hat ein Verkostungspanel von Mitarbeitern und die geben nun Punkte ab. Und da werden also immer 50 Fässer gemischt und von diesen Mischungen werden Referenzproben zurückgestellt. Und gegen diese Referenzproben müssen jetzt die neuen Mischungen, die angefertigt werden, bestehen. Und nur wenn die Übereinstimmung groß genug ist, dann wird der Whisky freigegeben. Ansonsten muss man noch ein Fass sowas reinschütten oder ein Fass sowas reinschütten, das dann fein abgeschmeckt wird. Damit das klingt jetzt nach Blending, ist aber ein Single Malt, weil alle Whiskys aus derselben Brennerei stammen. Damit Single Malt sind, ist es halt bloß mehr als ein Fass. Und diese Sache so gewaltig nach vorne getragen hat der Bob Dalgano, der Whisky Maker bei McKellen. Der ist nämlich durchgegangen und hat die zigtausende von Fässern alle verrochen. Also Knochenjob, und hat die bewertet nach gewisser Stärke, Ausprägung und so weiter und hat die alle in den Computer eingegeben. Und jetzt kann er hingehen und kann sagen, okay, ich brauche die 50 Fässer setze ich zusammen aus den 4, aus den 3 und so weiter. Gibt es ein kleines Computerprogramm, was diese ganze Sache unterstützt, damit dann in Summe ein immer vergleichbarer, ähnlicher Geschmack herauskommt. Und das ist das Schöne bei McKellen. Statt jetzt die alten 10- und 12-Jährigen so langsam zu verwässern und einen Bach runter zu schicken, gehen sie hin und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt
eine neue Serie ohne Altersangabe und ermöglichen jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Voluminosität, ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Schärfe reinbekommen wollen, tun wir ein paar Jüngere rein. Die müssen jetzt ja nicht alle 18 Jahre haben, da tut es ja ein 12-Jähriger auch, damit das Gesamterlebnis des Geschmacks am Ende tatsächlich dahin kommt, wo es hinkommen soll. Das ist das Schöne am McKellen. Wundervoll. Jetzt noch stärker mit der Eiche, noch kräftiger Antritt. Die Eiche vom ersten Mal probieren hat sie auf der Zunge gehalten. Jetzt kommt noch mehr dazu. Jetzt wird der Eindruck noch stärker. Ja, und McKellen, eine der wenigen Brennereien, die 94, 95 dann ganz massiv mit ihren Brennen, mit ihren Lagerhäusern aufgestockt haben. Und dann muss es so, also zwei riesengroße neue Lagerhäuser, Rack-Lagerhäuser, schön in den Hang eingebunden. Hat aber jetzt schon wieder nicht ausgereicht, war wieder voll. Ich war da einmal da. Wann war denn das? Boah, 2005 oder so. Und da ist ihnen dann ein Fass da rausgefallen und dann lief das dann da runter und dann rannte der andere weg und brachte dann da einen Keitel und haute den dann rein, dass das Ding dann, und dann roch das ganze Lagerhaus nach Whisky. Unten stand da so eine Lache, die kam dann nachher, jemand hat die mit Sägespänen dann aufgefangen, aber das roch dann das ganze Lagerhaus, das war, boah. Ja, das hat sowieso gerochen durch den Angel Share, aber da hat es dann nochmal so stark gerochen durch das frische Destillat. Na, so frisch war es nicht. Es waren 18-jährige Fässer damals, ja. Da haben sie also sicherlich 10 Flaschen verloren, vielleicht auch 20. Ne? Das war schon ein Verlust. Und jetzt haben sie dann 2008, meine ich, haben sie dann von der nebenliegenden Farm haben sie weitere Felder gekauft und da haben sie jetzt neue Lagerhäuser noch dazu bauen können. Allerdings, glaube ich, mehr die klassische Art und Weise. Die neuen Lagerhäuser habe ich noch nicht gesehen. Und damit der Nachschub jetzt auch noch größer wird, haben sie noch das zweite Brennhaus, das alte Brennhaus, was sie früher stillgelegt haben, haben sie jetzt wieder angeworfen. Und ich erinnere mich nicht, wie viele Brennblasen drin waren. Mindestens 4. Vielleicht waren es auch 6. Und jetzt können sie zu den 20 Brennblasen, die sie im Haupthaus, Hauptbrennhaus, das ist so ein Glaspalast, außen alles Fenster, schaut toll aus, können sie jetzt mit dem alten Brennhaus noch dazu 20% mehr Ausstoß bringen. Und das ist ja das, worauf die ganze Welt wartet. Ne? So, genug geredet. Wenn Sie eine wirklich hervorragende Flasche für einen Kenner haben wollen. Das ist die Flasche. Wenn die Gegenseite nicht so, die beschenkte Seite nicht so versiert ist und Sie wollen trotzdem einen hervorragenden Whisky rüberbringen, dann bitte nicht diesen extremen eichenlastigen, sondern dann doch eher den Siena, der da weitaus milder, gefälliger, süffiger, gefährlich süffig ausfällt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.